getroffen. Während ich vor mich hinarbeite, rede ich mit Menschen, die gar nicht hier sind. Vor zwei Tagen habe ich meiner Mutter erklärt, wie sehr mir das Übersetzungsprogramm, an dem ich arbeite, helfen wird, diese ganzen eridianischen Texte zu verstehen. Meine Mutter ist seit 16 Jahren tot und hat sich nie für die Wissenschaft interessiert. Ich weiß nicht, ob ich längst hätte aufhören sollen, aber meine Sturheit, die ich von ihr geerbt habe, treibt mich dazu, weiterzumachen. Bis ich herausfinde, wo diese Kammer ist. Oder bis ich so verrückt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich hier wollte. Bewaffnung!
56. Es ist unglaublich. Am liebsten würde ich vor Freude nackt durch die Gegend hüpfen. Aber ich glaube, das mache ich in einem Dunkelzyklus, damit mich keiner sieht. Bevor 4 der 13 Qubit-Operatoren meines Computers vor Überlastung den Geist aufgaben, konnte mein Programm viel mehr Texte entziffern als jemals zuvor. Ich konnte viele Textstellen finden, an denen von einem Ereignis die Rede ist, das alle 200 Jahre wiederkommt. Und ganz oft taucht dabei ein Symbol auf, das an einen Kreis erinnert, mit einem umgedrehten Vorderen. Möglich, dass dann... damit die Kammer gemeint ist. Und mit dieser Kammer passiert etwas. Alle 200 Jahre. Was esse ich heute Abend? Ich denke an... Yeah.